Hallo und herzlich willkommen zur Race Preview zum IndyCar Bomberito Automotive Group 500 vom Worldwide Technology Raceway, mit anderen Worten von Gateway oder St. Louis. Die Strecke hat ja mittlerweile relativ viele Namen, unter der sie bekannt ist. Und ja, es ist das insgesamt 15. Saisonrennen von 17. Und damit geht das so langsam aber richtig in die heiße Phase der Meisterschaft. Jetzt werden die Rennen richtig, richtig wichtig und dementsprechend dürfte auch das Aggressionslevel der Fahrer auf diesem kleinen Oval ja relativ hoch sein und dementsprechend dürfte uns einiges an Action geboten werden. Es wird hier, ja, wie schon angesprochen, auf dem kleinen Oval in Gateway, dem Worldwide Technology Raceway, gefahren. Ist ja tatsächlich ein relativ spezielles Oval in ja, so ziemlich jeder Hinsicht. Einerseits von der Streckenlänge her, die Strecke ist nämlich gerade mal 1,25 Meilen lang, das sind umgerechnet ziemlich genau 2 Kilometer. Aber auf der anderen Seite haben wir hier auch ein Oval, was nicht symmetrisch ist. Das heißt, die Kurven 1 und 2 sind deutlich spitzer her vom Radius her als die Kurven 3 und 4 und dementsprechend ist auch der Exit, den man auf die Geraden bekommt, aus beiden Kurven deutlich unterschiedlich. Unterschiedlich ist auch das Banking in den Kurven, denn wir haben in den Kurven 1 und 2 11 Grad Banking und in den Kurven 3 und 4, in denen wir uns jetzt hier gerade befinden, dann gerade mal noch 9 Grad Banking. Auf den Geraden sind das dann 3 Grad Überhöhung, die man ja nicht mehr so wirklich viel von spielt. Außerdem ist Gateway natürlich eine Asphaltstrecke und damit ja so wie viele andere Ovale in der IndyCar auch ausgestattet. Die IndyCar-Serie war hier tatsächlich vor einigen Jahren schon mal und hat gastiert, und zwar seit den Jahren 1997 bis 2003. Danach gab es eine relativ lange Pause, doch ja, nachdem sich hier einiges auch verändert hat, kam man im Jahre 2017 zurück und ist seitdem auch immer da geblieben. Sprich, Gateway ist seitdem fester Bestandteil im Kalender und wird es wohl auch in den nächsten Jahren bleiben. Außerdem erlebt die Strecke eh gerade, ja, man könnte sagen, so einen kleinen Push, so einen kleinen Hype vielleicht, denn mittlerweile fährt hier auch die Nesca Cup Serie. Kommen wir auf die Favoriten zu sprechen, die in Gateway bereits gewinnen konnten. Und ja, da haben wir eine ganze Menge an Fahrern. Rekordsieger der aktuellen Piloten ist natürlich Joseph Newgarden, der auch, denke ich mal, als Favorit in dieses Rennen gehen dürfte. Hat ja zuletzt auch in Iowa gewinnen können. Das wäre vielleicht sogar ein Doppelsieg geworden, wäre sein Auto im zweiten Lauf nicht kaputt gegangen. Dementsprechend, ja, er sollte auf jeden Fall als Favorit in das Rennen gehen. Aber wir haben auch ein paar andere Namen, die hier schon gewinnen konnten. In der frühen Zeit vor der Gateway-Pause konnte hier zum Beispiel Helio Castroneves gewinnen. Aber in der neuen Ära quasi waren es dann vor allem Will Power, Takuma Sato und Scott Dixon, die sich hier bereits den Sieg abholen konnten. Der letzte Sieger in Gateway war übrigens auch eben schon angesprochener Joseph Newgarden. Der hat nämlich hier die letzten zwei Rennen in Folge gewonnen. Dann schauen wir noch kurz auf den Tabellenstand, boah, wenn wir einen schönen Quersteher hatten. Da führt aktuell Will Power mit insgesamt 450 Punkten die Tabelle vor Scott Dixon an, der nach dem Sieg in Nashville auf den zweiten Tabellenrang vorgefahren ist und mit 6 Punkten Rückstand auf jeden Fall relativ nah dran noch an Will Power ist. Auf Platz 3 haben wir mittlerweile Marcus Ericsson, ist in den letzten Rennen ein bisschen abgerutscht, hatte ja zwei Rennen, die eher als Schadensbegrenzung einzuordnen sind und da muss man natürlich auch gerade sagen, dass der 14. Platz in Nashville da nicht wirklich geholfen hat dem Indy 500 Sieger. Ja, lauert aber immer noch mit 12 Punkten hinter der Tabellenspitze und dementsprechend ist da auch noch alles offen. Auch Joseph Newgarden hat noch alle Chancen, der liegt nämlich aktuell auf Tabellenplatz 4 und hat 22 Punkte Rückstand. Allerdings sieht die Welt natürlich für ihn auch schon wieder ganz anders aus, sollte er hier wirklich in Gateway noch den Sieg holen können. Dann bleibt uns abschließend noch zu besprechen, wo wir das Rennen denn überhaupt verfolgen können. Und das ist ein bisschen anders als in den letzten Rennen. Und zwar wird das Rennen von Samstag auf Sonntag mitten in der Nacht bei uns übertragen. Genauer gesagt um Mitternacht geht's los. Sprich, ja, wie auch immer man es aussprechen möchte, Sonntagmorgen um Mitternacht, so gesehen. Das Rennen an sich wird dann wahrscheinlich
ungefähr gegen 12:30 am Sonntag losgehen. Über Daumen. Und ja, es könnte allerdings sein, dass es einen Regendelay gibt oder eine Verschiebung wegen Regen, denn aktuell ja, wird ca. 60% Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Ich hoffe, das ändert sich noch bis zum Wochenende hin. Ansonsten haben die 24 Grad und eben vereinzelte Gewitter vorhergesagt. Ja, alles in allem dürfte uns hier auf jeden Fall ein spannendes Rennen bevorstehen. Natürlich ist auch immer interessant, einen Blick auf die ja noch relativ neuen Fahrer im Oval zu schauen. Zumindest was die Indycar-Serie angeht, wenn wir da sehen, dass Jimmy Johnson ja auf den Ovalen sich bisher ja ganz gut auf Rennen präsentieren konnte. Genauso wie Romain Grosjean, für den war es ja, wenn ich mich recht entsinne, im letzten Jahr hier in Gateway sein allererstes Ovalrennen, wo er direkt auf Anhieb ziemlich überzeugen konnte. War eine coole Geschichte. Mal schauen, ob er das vielleicht in diesem Jahr dann nochmal in ähnlicher Form wiederholen kann. Ja, ansonsten gehen wir jetzt, denke mal, noch auf die letzte Runde. So ist es. Die White Flag ist draußen. Und ja, Gateway auf jeden Fall eine spektakuläre Strecke. Ist natürlich auch eine, ja, nicht unbedingt relativ enge Strecke, aber ja, quasi eine Short Track. Auch wenn es eine relativ lange Short Track ist. Ist quasi eher ein Intermediate-Oval eigentlich, wenn man es streng genau nimmt. Allerdings sind die Indycars natürlich so schnell, dass es hier wirklich ja, fast so eine Art Short Track ist. Und ja, das ist auf jeden Fall spannend. Wird auf jeden Fall ein spektakuläres Rennen werden, wenn wir jetzt hier über die Linie geht. Und ja, ich hoffe, euch hat die Race Preview gefallen. Wenn das der Fall war, lasst mich gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo wissen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.